Ich würde mir gerne zwischendurch einen Hustenbonbon in den Hals stecken, aber das geht nicht, weil dann schmatze ich und das hört man und das ist auch doof. Ah, Scheißerkältung. Hallo ihr Lieben, heute soll es noch meine Neuerscheinungen vom September geben und ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Immer alle Mhm. Angaben ohne Gewähr. Wir haben ja letzten Monat gesehen, dass nachdem ich mein Video gedreht habe, sich auch immer noch mal was ändern kann an den Erscheinungstermin. Ich werde immer noch nicht drüber fertig, dass die Pharrell auf nächstes Jahr Mai verschoben haben. Ich meine, okay, wenn das Buch einfach noch nicht fertig ist, ist es noch nicht fertig. Aber es kommt in Amerika doch im November raus. Da hätten sie doch sagen können, okay, wir verschieben es auf Januar. Warum denn Mai? Das ist so gemein. Ja. Ja, so viel zum Thema Pharrell und Jennifer Armentrout. Lassen wir das Ganze. Fangen wir mit den Büchern an, die jetzt im September erscheinen. Das erste Buch, was ich euch heute zeigen möchte, erscheint am 1. September und heißt Plötzlich Banshee und ist von Nina McKay. In diesem Buch geht es um Alana und Alana ist eine Banshee. Und Banshees sind ja laut der irischen Mythologie böse Feenwesen, die Unglück bringen, sage ich jetzt einfach mal. Und Alana sieht als Banshee über jedem Menschen quasi so eine Todesuhr, die rückwärts läuft und sieht damit quasi, wann wer sterben wird. Und es ist bei ihr halt so, wenn sie einem Menschen begegnet, innerhalb der nächsten Tage stirbt, kreischt sie nach bester Banshee-Manier los. Und ja, das ist natürlich nicht so cool und irgendwie auch sehr, sehr merkwürdig. Und ja, eines Tages ist es dann so, dass auf einmal mehrere Leichen auftauchen und Alana da irgendwie was mit zu tun hat und damit irgendwie in Verbindung steht und so auf den attraktiven Detective Dylan Shane trifft. Und der nimmt Alana ins Visier und ja, hier steht dann noch, kann sie das Geheimnis der dunklen Sekte lüften, die scheinbar magische Wesen sammelt und werden sowohl Detective Shane als auch ihr, oh, Bildschirm ausgegangen, bester Freund Clay den Kontakt mit Alana überleben. Und ich finde, das hört sich so, so spannend an und ich finde das Cover so cool und es gefällt mir richtig gut. Das Buch erscheint im Ivy, also Piper Verlag oder Piper Verlag und ja. Ich werde es mir auf jeden Fall mal mit angucken, weil ich finde, es hört sich richtig cool an, so eine irische Todesfee. So eine Banshee ist einfach auch mal was anderes als immer nur so das übliche Vampire und so Krams, ne? Ihr wisst. Das zweite Buch, was ich euch zeigen möchte, ist dieses hier. Es erscheint am 9. September und ist das neue Buch von Samantha Young. Das ist der erste Teil der Hartwell-Reihe. Hartwell? Hartwell Love Stories Band 1, ja, genau. The Real Thing. Und ich freue mich schon so wahnsinnig auf dieses Buch seit Monaten und ich kann es kaum erwarten und ich muss in den Buchladen gehen und es mir kaufen und lesen. Und es ist Samantha Young und es ist meins und ich freue mich schon so. In diesem Buch geht es um Jessica Huntington, die Ärztin ist, und um Cooper, der eine Bar führt. Und eines Tages stolpert Jessica bei Cooper in die Bar und bringt sein ganzes Leben durcheinander. Und ja, es ist so, ich denke, ich hoffe, es ist eine typische Samantha Young Love Story und da freue ich mich schon so, so drauf und ich freue mich da schon seit Monaten drauf. Ihr wisst, wie ich die Edinburgh Love Story Reihe von Samantha Young liebe und umso mehr freue ich mich auf die Hartwell Love Stories und ja, ich kann es kaum erwarten. Ich freue mich schon so, 9. September, ja, da, da, da. Das nächste Buch, was ich euch zeigen möchte, darauf freue ich mich auch schon seit, ich glaube, einem Jahr, anderthalb Jahren auch so ungefähr. Und zwar ist das der fünfte und letzte Teil der Dämonentochter-Reihe von Jennifer Armentrout. Verzaubertes Schicksal heißt das und das ist der Abschluss zu dieser Reihe, dessen Namen ich immer noch bekloppt finde, aber egal. Und es ist jetzt der Abschluss und es geht immer noch um Alex und um Aiden und um Seth und um die Götter und ob die Götter es jetzt schaffen, die Macht über die Erde zu übernehmen und was ist mit den Menschen, was ist mit den Dämonen und es war ja alles so gut und der letzte Teil, das Ende war so fies und ich freue mich schon so auf dieses Buch. Ich muss es haben, ich muss es kaufen. Und ich werde aber versuchen, glaube ich, nochmal den vierten irgendwie nochmal vorher zu lesen, weil es echt schon über ein Jahr her ist, dass ich die gelesen habe. Und ja, mal schauen. Also, mein Hund bewegt sich im Hintergrund. Nicht wundern. Ja. Also, sagt, da freue ich mich auch schon ultra lange drauf auf dieses Buch und ich kann es kaum erwarten. Yeah! Das nächste Buch, was ich euch zeigen möchte, heißt Haus der Tausend Spiegel von Susanne Gerdom und erscheint am 12. September auch. Und in diesem Buch, ich lese es euch mal vor, ich kann es mir nicht merken, geht es um die junge Hexe Annika und diese steht vor einem Rätsel, das über ihr ganzes Leben entscheiden wird. Sie hat den Auftrag, das Geheimnis um die Familie van Leeuwen zu lüften. Doch kaum ist sie auf dem majestätischen Anwesen angekommen, machen ihr die Bewohner Gabriel und Daniel eindeutig Avancen. Und Annika macht eine finstere Entdeckung nach der nächsten. Ist ihr tatsächlich ein mächtiger Spiegelzauber am Berg, gewirkt von einer bösen Hexe, die sich die Seele und Liebe der Van Leeuwens auf ewig sichern will? Kann Annika sie besiegen? Denn langsam aber sicher verliebt sie sich und das Ende ist vollkommen ungewiss.
Jugendfantasy mit einer ordentlichen Portion Liebesschmeiß, das ist doch voll mein Ding und das hört sich so, so gut an und ich habe auch immer noch Queen of Clouds von Susanne Jadom hier rumstehen und müsste es endlich mal lesen, verdammt. Ah, aber ich finde, dieses Buch hat sich, wie gesagt, auch sehr, sehr gut angehört und ich werde es mir auf jeden Fall nochmal mit angucken, wenn es denn dann erscheint. Dann ebenfalls am 12. September erscheint der 5. Teil der Dare to Love-Reihe und da freue ich mich auch schon wieder total drauf von Carly Phillips. In diesem Buch geht es diesmal um die... um eine weibliche Dare geht es auf jeden Fall. Und wie sie heißt, habe ich auch gerade wieder vergessen. Aber es ist egal, es ist wieder ein erotischer Liebesroman. Und ja, ich freue mich schon auf den 5. Teil, die ersten 4. Also den ersten habe ich ja immer noch nicht gelesen, aber Band 2, 3 und 4 fand ich ja wirklich gut. Und es ist einfach echt ein cooles Buch, immer mal so für zwischendurch. Und ja, freue ich mich auf jeden Fall auch schon auf den 5. Teil. Dann noch am 12. September erscheint Nothing More von Anna Todd. Das ist ja der erste Teil von Nothing More und Nothing Less, was jetzt noch rauskommt. Und da geht es ja um Landon, einen der Nebencharaktere aus After Passion. Ich kann auch hier zum Inhalt nicht allzu viel sagen, da ich After Passion, ich habe es zwar den ersten Band da, aber ich habe ihn auch noch nicht gelesen. Und ich wollte mich jetzt auch selber nicht irgendwie spoilern, indem ich da den Rückband lese. Ich wollte es einfach an dieser Stelle nochmal mit erwähnt haben, weil das ja doch eine Reihe ist mit einer relativ großen Reichweite. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Nothing More, 12. September. Dann am 16.09. erscheint das neue Buch von Bianca Iosivoni. Oh Gott, dieser Name. Ja, Mann. Daughter of Darkness, es ist der zweite Teil und zwar heißt er Sydney. Und ich möchte diese Reihe auch unbedingt noch lesen. Der erste Teil heißt der Scarlet. Und ja, ich bin schon sehr, sehr gespannt auf diese Bücher. Auch hier habe ich beim Inhalt noch nicht weiter geguckt, weil ich mich da auch selber im Moment einfach nicht spoilern möchte in irgendeiner Art und Weise. Aber falls es Bianca Iosivoni-Fans da draußen unter euch gibt, am 16.09. erscheint das neue Buch. Nur, dass ihr es wisst. Damit wären wir dann auch schon bei den letzten beiden Büchern, die ich euch zeigen möchte. Und zwar einmal am 19.09. kommt Himmelstiefe von Daphne Unruh über den Löwe Verlag raus, wo ich mich für die Autorin wirklich sehr, sehr freue, denn Daphne Unruh ist eigentlich Self-Publisherin und der Verlag hat jetzt aber ihre Himmelstiefe-Reihe gekauft. Deswegen alle Leute, die noch irgendwie die alte Ausgabe haben und die alte Auflage haben, so wie ich, und das noch mit der alten Auflage vervollständigen möchten, sollten sich da jetzt beeilen, weil die werden jetzt so nach und nach alle aus dem Handel verschwinden und nur noch mit der neuen Auflage erhalten, dann haltbar sein. Ja, nur so viel ganz kurz zur Info. In Himmelstiefe geht es auch um eine Jugend-Fantasy-Liebesgeschichte, die in Deutschland spielt, zur Abwechslung mal. Ich verlinke euch alle Bücher wie unten in der Infobox. Wenn ihr noch mal nähere Infos wollt, dann klickt einfach mal rein. Und ja, damit wären wir schon beim letzten Buch, was am 24. September erscheint und alle von euch da draußen eigentlich schon mal gehört haben dürften, und zwar Harry Potter und das verwunschene Kind. Ja, ich persönlich glaube, habe keine Ambition, dieses Buch zu lesen. Ich bin ja gerade noch bei den alten Harry Potter Büchern. Ich habe diesen Monat jetzt Band 3 gelesen, Der Gefangene von Azkaban. Das fand ich wirklich richtig gut. Aber ich glaube, das Buch lesen, nee. Also allein dadurch, dass es ja A, wie ein Theaterstück geschrieben ist und B, von J.K. Rowling nur mitgeschrieben wurde und nicht komplett geschrieben wurde, denke ich mal, wäre es dann eher eine Enttäuschung als alles andere. Und die Kritiken, die ich bis jetzt dazu gesehen habe, waren ja auch alle nicht so berauschend. Deswegen, ich glaube nicht, dass ich es lesen werde, aber ich möchte es an dieser Stelle einfach mal mit erwähnt haben, weil es ja doch schon ein sehr großes Buch ist mit einem sehr großen, also weil es ja doch schon ein Buch ist mit einem sehr großen Hype. Also Jack erscheint kurz am 24. September für alle, die da draußen sind und es sich kaufen möchten und lesen möchten. Und ich hoffe für alle, dass es euch gefällt, wenn ihr es lest, aber wie gesagt, ich habe da also die Befürchtung, dass es nicht. Das waren meine Neuerscheinungen vom September, also welche mich im September besonders interessieren. Falls es Bücher gibt da draußen, die euch interessieren und wo ihr sagt, das könnte was für mich sein, schreibt es mir auf jeden Fall mal unten in die Kommentare. Ich bin ja da immer für Vorschläge offen. Und ansonsten bedanke ich mich an dieser Stelle wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.